Tja, so kann es gehen. Auf jeden Fall willkommen zu, ja, eine Art Jump and Run Training. Ich habe nämlich in nächster Zeit vor, mich mit meinen Freunden zu messen. Und zwar wird das Ziel sein, so schnell wie möglich Super Mario Odyssey durchzuspielen. Und ich habe Super Mario Odyssey schon längere Zeit nicht mehr gespielt und deswegen versuche ich mich mal an einer Runde und es geht los. Oh. Ah, das war kein guter Start. Das auch nicht. Nein. Ah, ja. Das war nicht gut. Zwischensequenzen überspringen. Okay. Oh. Oh, hu. Ja. Man merkt vielleicht, dass ich das Spiel schon etwas lange nicht mehr gespielt habe. Aber gut, das ist hier nur ein Training. Das ist auf keinen Fall. Es ist auf keinen Fall so wie ein Speedrun oder ähnliches. Ich versuche es einfach nur durchzuspielen. Sonst nichts. Warum? Okay. So wie okay. Ein bisschen bin ich schon wieder in der Steuerung drin. Also, irgendwie muss ich schneller werden. Komm, triff ihn. Das war knapp. Spring auf. Den ersten Boss. Ja. Relativ schnell besiegt. Das ist gut, aber es geht noch besser. Ich werde das Ganze auch nicht in einem hochladen. Also ich werde mehrere Parts draus machen.
Für den ersten nehme ich mir vor, ja, die ersten zwei Welten, Hutland nicht mitgerechnet, durchzuspielen. Im Übrigen mit durchspielen meine ich einfach nur so schnell wie möglich zur nächsten Welt gelangen. Denn was viele nicht wissen, man muss nicht alle Monde sammeln, um ins nächste Land kommen zu können. Man muss nur eine bestimmte Anzahl an Monden sammeln. Okay, ja. Und weiter geht's. Das war gut, das war schlecht. Die Ketten haben gut gecaptured. Aber ich habe schlecht gezielt. Naja. Erster Mond. Da steht's auf unser erster Paramond. Schön. So, die Säule fällt. Nur so, für echte Speedrunner ist es hilfreich, in den Einstellungen die Sprache auf, ich glaube, Japanisch umzustellen. Denn auf Japanisch das Wort erst später. Naja. Auf Japanisch kann man sich teilweise mindestens eine Textbox, also in den Konversationen ersparen. Das ist oftmals hilfreich. Oh Gott. Das ist im Übrigen auch so eine Art Speedrunner-Skip, wenn man ihn hinkriegt. Danke. Gott. Mit dem Skip erspart man sich halt die ganze die ganze Jump-and-Run-Passage bis zum Gipfel. Und ja, das spart gut Zeit. Okay, zweiter Boss da. Diese Zwischensequenzen sind sehr, sehr nervig, weil man sie nicht skippen kann. Das ist sehr, sehr schade. Und
Als ob. Das war schlecht. Aber ich sehe es hier nur als Training, zum Glück. Wenn das ein ernst gemeinter Speedrun wäre, ja, das wäre schlecht. Und das erste. Und die erste Welt ist voll. Also abgeschlossen. Das erste Segel ist voll. Die erste Welt ist abgeschlossen. Und. Weiter geht's zur zweiten Welt. Beziehungsweise eigentlich zur dritten, aber gut. So, das können wir überspringen. Das auch. Das leider nicht, und eben in diesen Sequenzen, wo sie oder wo Cappy redet, da kann man sich hin und wieder mehrere Textboxen ersparen, wenn man die Sprache auf eben Japanisch umstellt. Aber auf die Millisekunden kommt es mir nicht an. Das kann man überspringen. Okay, dritte Welt. So. Das wäre so schön gewesen. Aber naja. Okay. Erster Mond im Wüstenland. So. Und jetzt. Ich könnte eigentlich. Am Anfang in diese Lotterie gehen. Aber das muss nicht sein. Das war schlecht.
Also in einem echten Speedrun benutzt man den. Also da benutzt man den Weg normalerweise überhaupt nicht. Aber gut. Hier oben. Den holen wir uns. Da hinten. Da noch. Zwei. Okay. So, kommt man zu dem Mond. Der nächste ist der da hinten. Nein. Der nächste ist hier. Das war nicht gut. Okay. Dann holen wir uns den. Das ist auch ein brutales Versteck, finde ich. Okay, da. Haben wir noch einen. Als ob. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn nichts gelingt? Okay.
So fühle ich mich. Ein wenig, zumindest. Ich versuch's noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann hole ich einen anderen Mond. Oh, das war aber schlecht. Also, oh na. Okay. Jetzt. Der Vogel fliegt gerade weg. Schade. Der Hund ist den. Ein in der Lotterie, ein im Shop. Es könnte schwierig werden. Oh, der Vogel ist wichtig. Nein. Komm. Nein. Schade. Der Vogel da hinten. Ist der Vogel. Keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Wir brauchen nur mehr 4 Monde. Und diese 4 holen wir uns hier. Und zwar einen in der Lotterie.
Dann noch im Shop. Da. Dann noch einen. Oh, zu wenig Münzen. Oh. Einer müsste noch bei der Sphinx sein, aber wo ist der Sphinx? Dann einer beim Shop und dann brauchen wir noch einen. Okay, also die Sphinx. Die Sphinx. In dem Land ist bei der Sphinx auch immer die erste Antwort die richtige. So, der Mond. Und Money. Money, Money, Money. Und es geht weiter. Wir brauchen noch einen Mond. Einen bekommen wir im Shop. Der gibt uns einen Mond. Oder auch nicht. Nein, der Mond ist hier. So war es. Okay. Und jetzt so schnell zurück zur Stadt. Da holen wir uns den letzten Mond für dieses Gebiet. Und dann war es das schon für diesen Part. Und ich verabschiede mich schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, kommentiert, abonniert. Und ja. Komm schon. Schneller. Ah. Rein da. Hallo, nein, nicht das Herz, der Mond, ja. Aha. Ja, und raus. Raus. Zurück. Zur Odyssee und Odyssey, Monde abgeben und ja, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.